Also dann hast du dich auf den Weg gemacht, hast verschiedene deutsche Universitätsbibliotheken besucht, um die Quellen zu suchen für deine Arbeit. Das Ist das? Erste war natürlich, dass ich mich mit Sekundärliteratur beschäftigte. Ich habe mich erkundigt, wer schon über dieses Thema geschrieben hat damals. Und es gab tatsächlich eine Dissertation eines Ungarns, der sich mit der Rezeption der französischen Querelle des Anciens des Modernes auf die deutsche Literatur beschäftigt hat. Und es war gar nicht einfach, diese Doktorarbeit zu bekommen. Nach einigen Versuchen, vergeblichen Versuchen, an sie heranzukommen, habe ich dann in Frankfurt am Main mir ein Exemplar beschafft, dort die Arbeit kopiert und mich später auf die Suche nach weiterer Literatur gemacht. Und da hatten die Germanisten tatsächlich schon vorgearbeitet, was Schiller betraf, auch was einige Autoren, die auf ihn hätten Einfluss nehmen können, anging. So etwa Peter Sondi, der Berliner Germanist, der sich mit der Geschichte der Ästhetik auf ihrem Weg zur Geschichtsphilosophie in mehreren Vorlesungen und Publikationen auseinandergesetzt hat und auch eine spannende Abhandlung schrieb, die Das Naive ist das Sentimentalische verfasste. Also diese Suche nach der Sekundärliteratur war das Erste, was ich mir vornahm. Das ist auch das, was man ja an der Universität lernt. Man schaut zuerst, wer zum selben Thema schon was geschrieben hat. Und Vor allem, diese das war ja noch nicht im Internetzeitalter. Das heißt, wenn die Schrift an der Universität Frankfurt lag, dann bist du dorthin gefahren. Ja, ich war aus anderen Gründen dann auch in Frankfurt. Immerhin habe ich herausfinden können, dass ein Exemplar dort war. In der Schweiz fand ich keines. Und dann, ja, wenn man nicht an Ort und Stelle, an den Standort gefahren wäre, dann hätte man vielleicht über die Fernleihe ein Exemplar beschaffen können. Die Bibliothekare in Glarus haben zwar zuverlässig gearbeitet, aber es dauerte bisweilen, also sehr lange, bis eine Fernleihbestellung dann wirklich ausgeführt war und man das gewünschte Buch dann in Glarus einsehen konnte. Nach der Lektüre dieser Dissertation habe ich sogleich gemerkt, dass sich weitere Quellenrecherchen aufdrängten. Der Ungarn mit dem Namen Altar, der sich mit dem Thema beschäftigte, drang schon ziemlich weit eben in das als nicht sehr bekannte Gebiet der frühneuzeitlichen Gelehrtenliteratur vor und vermittelte eine große Anzahl von Hinweisen auf Primärtexte. Und die waren in Schweizer Bibliotheken auch nur zu einem kleinen Teil greifbar. Und meine Frau und ich haben uns dann auf die Suche gemacht und mussten feststellen, dass auch in Deutschland die gesuchten Texte natürlich nicht an einer einzigen Stelle vorhanden waren. Und wir haben dann eine Bibliotheksreise per Auto von München bis nach Kiel geplant und haben auf dieser Reise dann eigentlich den großen Teil der mir damals bekannten einschlägigen Texte auch gefunden und sie für unsere Zwecke verfilmen lassen. Der Kauf eines Mikrofilm-Lesegeräts war dann in technischer Hinsicht der nächste Schritt.